Techno. Chormusik. House. Personal Trainer Marc Zinkernagel ist kein Fan von Musik beim Laufen. Ist die Musik zu schnell, besteht die Gefahr, sich zu überfordern. Mit zu langsamer Musik trainiert man womöglich viel zu lasch. Und er warnt vor Ablenkung durch Musik. Es besteht die Gefahr, dass man zum Beispiel von der Musik völlig abgelenkt ist und sich vertritt. Ja, weil man so sehr auf die Musik achtet und ganz vergisst, dass man auch so ein bisschen auf den Boden achten muss. Das wichtigste Utensil der Läufer, die Schuhe. Den Top-Laufschuh gibt es nicht. In Lauffachgeschäften können die Experten nach einer Laufanalyse den passenden Schuh für jeden finden. Oder mehrere. Ein Paar taugt dann, wenn ich ein- oder zweimal die Woche laufen gehe. Wenn ich aber ein häufiger Läufer bin, dann machen zwei Paar schon echt Sinn. Weil auch so ein Schuh muss auch atmen. Und wenn der mal 24 oder 48 Stunden Ruhe hat und sich so wieder ein bisschen neu entfalten kann, ist das zur Anpassung des Fußes dann wieder von Vorteil. Die Laufkleidung wiederum ist beinahe Geschmackssache. Praktikabel, sexy oder auffallend bunt. Alles ist erlaubt. Atmungsaktiv und bei schlechtem Wetter wasserabweisend ist prima. Für Profi Zinkernagel zählt vor allem das Wohlbefinden. Für ihn ist die richtige Körperhaltung beim Laufen viel wichtiger. Oberkörper leicht nach vorn, Blick geradeaus, Wirbelsäule in einer Linie. Arme schön nah am Körper vorbeischwingen, den Fuß locker abrollen, ja, fast über den ganzen Fuß. Wirklich abrollen, vielleicht nicht unbedingt mit der Ferse fest aufsetzen, aber vom Mittelfuß zum Vorderfuß abrollen. Lächeln. Für viele Läufer heutzutage ein Muss, eine Pulsuhr. Die misst beim Laufen die Herzfrequenz. Für Marc Zinkernagel müssen die für Freizeitsportler gar nicht sein. Viel zu groß ist wieder die Ablenkungsgefahr, weg vom eigenen Wohlbefinden. Für jemanden, der sagen wir mal, ambitionierte Ziele hat, sagt, ich möchte zum ersten Mal einen Halbmarathon unter 2 Stunden laufen zum Beispiel oder unter 4 Stunden den Marathon, da macht so eine Pulsuhr schon Sinn, weil man auch im Training nach den Herzfrequenzwerten trainiert, ja, wenn man einen guten Trainingsplan hat und sich beim Lauf dann auch kontrollieren kann, zum Beispiel bin ich in dem Pulsbereich, in dem ich laufen sollte. Gründe, regelmäßig laufen zu gehen, gibt es viele. Der Ausdauer. Ja, ich möchte Halbmarathon laufen im Herbst. Weil ich fühle mich so besser. Von der Wasserflasche in der Hand hält der Profi bei normalen Freizeitsportlern nichts. Viel zu groß ist wieder die Gefahr von Ablenkung, aber auch falscher Haltung. Vorher trinken reicht. Warum die Wasserflaschen so beliebt sind, weiß auch er nicht. Vielleicht Show und vielleicht unterschätzen sie sich auch und haben zu viel Angst, sie könnten unterwegs verdursten. Aber nach einer Stunde ist noch keiner im Laufen verdurstet. Aufwärmen vor dem Laufen muss ebenso nicht sein wie Stretching danach. Kraftübungen zwischendurch machen immer mehr Läufer. Auch Marc Zinkernagel ist ein Fan davon. Muskelaufbau kann er so mit Fettverbrennung in einem Training kombinieren. Aber das passt nicht für jedermann. Möchte jemand nur Fett abnehmen, in erster Linie beim Laufen, dann würde ich doch raten dazu, beim Laufen zu bleiben, um im gleichen Pulsbereich zu bleiben. Fazit? Richtige Schuhe, Wohlfühl-Outfit und die richtige Körperhaltung. Mehr braucht man zum Laufen nicht. Höchstens vielleicht noch jemanden, der hilft, sich zum nächsten Lauf aufzuraffen.